Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video und willkommen zu dem bisher teuersten Teil der Wie dumm ist das Serie. Vielleicht denkt ihr euch, hä, so ein Video hatten wir doch schon mal. Ja, allerdings haben wir jetzt ein bisschen was anderes. Das hier werden wir jetzt fliegen. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, das ist mein iFlight Chimera 9, das heißt 9 Zoll Propeller. Und wie man vielleicht sieht, wir fliegen jetzt mit meiner großen Kamera. Deswegen wird das Video jetzt auch etwas anders aussehen und vielleicht auch etwas anders klingen. Ich nehme nämlich jetzt mit meiner alten Kamera auf und mit der hier werden wir fliegen. Das mache ich jetzt nicht komplett unvorbereitet. Ich habe das schon über die letzten Tage und Wochen ein bisschen getestet, einige Setups probiert, andere dann sehr schnell wieder verworfen. Das Problem, was ich nämlich hatte, war, dass die Motoren vor allen Dingen vorne sehr hoch gedreht haben, um die Kamera auf dem Ding tragen zu können. Das Problem war, dass die sogar auf teilweise an die 70% gedreht haben, nur beim Hovern. Das ist natürlich ein kleines Problem, weil wenn man dann Manöver machen will, ist dann irgendwann nicht mehr so viel Puffer in den Dingern. Jetzt habe ich allerdings andere Propeller. Und zwar sind das jetzt welche mit 5 Zoll Pitch statt 4,5. Das heißt, wir ziehen zwar mehr Ampere, es ist mehr Last für die Motoren, aber wir haben ein bisschen mehr Puffer nach oben. Und so ist das Hovern jetzt bei so 56% Gas. Also deutlich, deutlich weniger. Und ja, so werden wir jetzt fliegen. Das genaue Setup besteht jetzt hier aus einem China Hobbyline 1800 mAh 6S Lipo. Jetzt denkt ihr euch, mit dem Setup fliegt das doch nie im Leben. Doch, sogar mit einem schwereren Setup bin ich schon für 6 Minuten, also über 6 Minuten geflogen. Also das geht. Was wir jetzt probieren, wir werden jetzt 2 Flüge machen. Ich muss die auch relativ kurz halten, weil die Motoren werden warm und leider ist der Sonnenuntergang auch irgendwie nicht so existent. Deswegen wird es auch wahrscheinlich gleich sehr schnell dunkel. Wir werden jetzt einmal mit meinem neuen Objektiv fliegen und zwar das Sony 20mm 1.8. Das ist jetzt relativ nah rangezoomt sozusagen. An sich ist 20mm auf Vollformat nicht viel, aber wir werden die Aufnahmen später durch Gyroflow schmeißen. Danach machen wir noch mal einen anderen Flug mit dem Objektiv, mit dem ich auch letztes Mal geflogen bin, das 7,5mm. Das ist nicht 7,5mm Vollformat, sondern APS-C, aber trotzdem 7,5mm ist sehr weit. Problem daran, wenn man das durch Gyroflow geschmissen hat, sieht es danach im Endeffekt aus wie die Aufnahmen von jeder GoPro, nur damit man die halt besser verarbeiten kann, aber so jetzt vom Blickfeld sieht es danach aus wie eine GoPro. Deswegen wollte ich mal das probieren. Für normal FPV Freestyle ist es natürlich generell nichts. Ich werde jetzt auch nicht mehr als so 30 Grad in eine Kurve gehen, weil irgendwann haben wir dann so einen Kipppunkt erreicht. Aber ich denke, dass das mit dem 20mm auf jeden Fall eine interessante Perspektive geben wird. Wie habe ich die Kamera jetzt montiert? Ich habe noch ein bisschen was anderes gemacht. Die letzten Male, die ich geflogen bin, hatte ich so einen ganz normalen Kugelkopf. Einfach hier wirklich mit einer Schraube in die Carbonplatte gedreht. Problem daran, Gewicht sehr weit vorne, sehr weit oben, nichts gut. Deswegen habe ich jetzt eine eigene Halterung designt und 3D gedruckt. Ich schraube mal ganz flott die Kamera hier ab. So sieht diese Halterung jetzt hier aus. Und das Interessante daran ist, ich habe jetzt hier eigentlich die Platte von meinem Kugelkopf einfach mit dem Gewinde oben drauf geschraubt. Und jetzt denkt ihr, oh nein, das wird doch nicht halten und das reißt doch ab und das ist doch nicht stabil. Naja, ich habe es aus PETG gedruckt. Ganz wichtig, ich habe es seitlich gedruckt, also nicht so, sondern so. Das heißt, dass die ganzen darauf wirkenden Kräfte entlang der Faser sind sozusagen. Also da ist jetzt dann auf jeden Fall deutlich mehr Stabilität hinter. Und davon mal abgesehen, bin ich eh am Arsch, wenn ich damit crashe. Also das Ding ist nicht zum Crashen ausgelegt, aber ich habe es auch mit 100% Infill gedruckt und glaub mir, das Ding ist ziemlich stabil. Das Gute ist, ein bisschen gibt es nach. Das heißt, vielleicht kann das so ein paar Vibrationen sogar rausfiltern. Aber ich würde sagen, wir labern nicht weiter rum und fliegen einfach direkt los. Ja, und so sieht das Ganze eingeschaltet aus. Ich finde die LEDs von dem Chimera hier schon echt richtig schick. Hier unten sind normalerweise auch welche. Die habe ich aber ausgemacht, weil die ziehen so viel Strom insgesamt, dass der FC dann überhitzt. Da müssen wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf werfen, dass weder ESC noch FC überhitzt. Und ja, ich habe die Kamera jetzt mal richtig eingestellt. Wir stellen jetzt mal hier vorne hin. Es ist schon sehr dunkel, aber das Problem der Lowlight-Performance haben wir im Gegenteil zu den GoPros. Mit dieser Kamera hier definitiv nicht und mit der hier unten auch definitiv nicht. Also, dann fliegen wir los. So, los geht's. Steht alles bereit. Aufnahme läuft. Dann lasst uns mal direkt loslegen. Okay, also das Setup bin ich noch gar nicht mit Brille geflogen. Deswegen, ich bin gespannt. Ja, was natürlich cool ist, wir brauchen jetzt nicht irgendwie die Gyrodaten vom FC abgreifen, weil diese Kamera hier nimmt die Gyrodaten selbst auf. Das heißt, wir können die Aufnahmen 1:1 so direkt in Gyroflow reinschmeißen und brauchen da gar nichts mehr machen.
Nachteil, weil es 10-Bit 422 Aufnahmen sind, können wir die nicht auf der GPU rendern lassen, sondern müssen es auf CPU rendern, das dauert natürlich. Ich werde die Flüge jetzt, wie gesagt, auch an sich etwas kürzer halten, dass die Motoren nicht überhitzen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mein Herz würde jetzt nicht pumpen. Das tut's ziemlich stark. Ich würde sagen, obwohl, ich gucke gleich mal an der Uhr, ich habe ja hier die Smartwatch. Wie man vielleicht sieht, bin ich jetzt hier auch an einem neuen Spot. Hier bin ich ja letztes Mal schon geflogen, als wir den Darkstar getestet haben. Und hier habe ich auch die letzten Tests mit dem Copter hier gemacht. Das Coole ist nämlich, hier haben wir eine Straße. Das heißt, ich kann hier auf der Straße landen, was vor allen Dingen jetzt für das Setup hier gut ist. Und das einzige Wohnhaus, was hier auch nur halbwegs in der Nähe ist, ist das, wo ich jetzt da hinten gerade so richtig in die Richtung filme. Und das letzte Mal, als ich mit dem 9 Zoll hier geflogen bin, habe ich mit den Anwohnern gequatscht und die waren voll begeistert und meinten, ey, du bist hier jederzeit herzlich willkommen, kannst hier gerne fliegen. Denen gehören auch die ganzen Felder hier drumherum. Das heißt, die meinten, ey, alles cool. Die waren einfach nur interessiert. Auch immer wieder nett, so eine positive Interaktion zu sehen. Und ich muss sagen, es fliegt sich erschreckend gut. Das letzte Setup, was ich jetzt probiert hatte, war wie gesagt mit einem Kugelkopf. Und nicht nur, dass dieser Kugelkopf relativ viel wiegt, sondern der war effektiv auf Höhe der vorderen Motoren. Und da mussten die halt wirklich Overtime arbeiten. So habe ich die Kamera durch diese neue Halterung jetzt deutlich tiefer und deutlich weiter hinten. Die ist jetzt quasi kurz über dem FC, sodass der Schwerpunkt jetzt auch nicht komplett daneben ist. Und es fliegt sich halbwegs normal. Das Problem, was ich mit dem anderen Setup hatte, war, sobald ich etwas schärfere Kurven geflogen bin, selbst so wie jetzt hier nur, da waren die Motoren vorne dann wirklich schon am Limit und dadurch hat das Ding so ganz komische Sachen gemacht und ist dann von selbst auf einmal hochgeflogen und so ein Scheiß. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr, das ist super. Weil wie gesagt, das ist eine extrem teure Kamera, die jetzt da drauf ist. Das Objektiv ist dazu, das habe ich jetzt seit einem Tag, es ist gestern gekommen. Das müssen wir jetzt wirklich nicht schrotten oder verlieren oder was weiß ich was. Ich bin echt gespannt, was mein Puls gleich sagt. Leider, leider, leider. Es ist jetzt echt eine unspektakuläre, Szenerie hier. Aber gut. Wie gesagt, letztes Mal bin ich mit der Kamera und noch dem Kugelkopf für über 6 Minuten geflogen auf so einem Akku. Das ist krass, weil das ist ein tatsächlich ziemlich schweres Setup. Sagen wir mal, es ist leicht genug, um legal zu sein. Ich werde jetzt aber auch absichtlich wirklich nicht über Halbgas gehen hier am Stick oder allerhöchstens so 3/4, weil das Problem ist, dass selbst bei 3/4 Gas die Motoren schon auf 80-90% hochdrehen müssen. Also höher, als man eigentlich denken würde. Ich habe jetzt nicht so viel Reserven, aber wie gesagt, mit diesen neuen Propellern ist das so viel besser. Es ist unfassbar. Also so einen Unterschied habe ich noch nie bei Propellern gespürt. Es sind die gleichen Propeller, auch von HQ Prop, nur halt, oh, da ist ein Hase. nur halt mit 5 Zoll Pitch statt 4,5. Boah, jetzt bin ich aber gespannt, ob der auf den Aufnahmen jetzt gerade gut drauf war. Das Problem ist halt, dass wir jetzt ein 20 mm Objektiv haben, was wie gesagt tendenziell relativ nah rangezoomt ist sozusagen. Im Vergleich zumindest zu 7,5 mm. Und deswegen ist jetzt nicht so viel drauf dann auf solchen Aufnahmen. Aber es fliegt sich gut. Ich meine, wir ziehen jetzt so im Stand auf jeden Fall mehr mit den 4,5 Zoll Propellern. Waren es so 21 Ampere oder so. Jetzt sind wir schon bei so 23, 24 Ampere. Aber trotzdem, wir ziehen jetzt 20 Ampere dauerhaft. ESC ist auf 58 Grad Temperatur, was für so einen eingepackten Copter jetzt auch echt nicht schlimm ist. Und wir sind jetzt auch schon 4 Minuten 40 in der Luft. Jetzt piepst die Akkuwarnung und ich lande jetzt auch schon mal. Weil hier riskiere ich es wirklich nicht, mit einem leeren Akku weiterzufliegen. Und wir wollen ja noch einen zweiten Flug machen. Es ist unfassbar, was das Teil für eine Luft bewegt. Also wirklich einfach die Luftmenge, die dieses Ding bewegt, ist es unfassbar, wirklich. Also ich wechsle das Objektiv, ich wechsle den Akku und wir fliegen direkt weiter. So, es geht weiter. Objektiv gewechselt, Akku gewechselt. Und jetzt wird es auch schon echt sehr schnell sehr dunkel. Aber wir sind jetzt auch, wie gesagt, nicht hier, um gute Aufnahmen zu machen. Wir fliegen einfach nur jetzt mal eine Testrunde. So, die Daten sind alle da. ESC. Tatsächlich bei 38 Grad nur, okay, das ist wenig. 13 Satelliten
dann geht's direkt weiter. Das Gute ist, das Setup jetzt ist fast 200 Gramm leichter als das, was wir jetzt gerade geflogen sind. Und das merke ich auch, weil ich jetzt bei ungefähr einem Drittel Gas havern kann, wo das gerade eher bei der Hälfte war. Und weil wir jetzt so auch nur so um die 19 bis vielleicht 21 Ampere ziehen, wo es gerade eher so 22 bis 25 waren. Also das fliegt sich jetzt vom ersten Eindruck sehr gut. Hier würde ich jetzt auch schon mal etwas riskanter fliegen. Also das ist eigentlich ziemlich entspannt. Jetzt kommt natürlich auch ein Auto hergefahren, super. Das Gute ist, weswegen ich jetzt hier auch speziell auf dieser Straße stehe, das ist lustigerweise eigentlich eine überflüssige Straße, weil die zwei Straßen miteinander verbindet, die eigentlich 300 Meter neben uns auch miteinander verbunden sind. Deswegen fährt hier so gut wie niemand her. Ja, und wie gesagt, die Leute, die da hinten wohnen, sind sehr, sehr nett und meinten, ich kann hier jederzeit gerne fliegen. Deswegen machen wir das auch. Also so cruist das Ding wirklich super entspannt. Also es waren jetzt unter 20 Ampere Cruising-Geschwindigkeit. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Cruising-Geschwindigkeit mit dem Kamerawinkel, ja, so um die 50 km/h. Ja, so 60. Windstill ist es, Gott sei Dank. Bin wirklich gespannt, ob der Hase von gerade mit drauf war. Ich denke mal, hiermit kann man jetzt auch noch mal ein Stück länger fliegen. Ich fliege jetzt noch mal hier entlang. Ist auch tatsächlich deutlich leiser mit diesem Propeller im Vergleich zu den anderen. Ich denke, das liegt aber auch einfach daran, dass die jetzt wirklich so viel mehr Schub produzieren, dass die Drehzahl einfach generell niedriger ist. Also wenn ich so zwischen 10 und 15% dauerhaft weniger Gas fliege, das hört man schon. Ist natürlich nur für Motoren und alles mehr Stress, klar. Aber ich war der Annahme, dass wir da noch genug Puffer haben und das scheinen wir auch zu tun. ESC ist jetzt wieder bei 55 Grad, ziehen aber trotzdem nur so 20 Ampere und die Motoren waren erschreckend gar nicht mal so warm. Also ich glaube, das lag daran, dass ich vorher nur so Hover-Tests gemacht habe und es auch an sich sehr warm war. Jetzt ist die Außentemperatur schon deutlich geringer und jetzt hier mit ein bisschen Fluggeschwindigkeit auch. Also die Motoren waren warm, aber die waren jetzt nicht heiß, also du konntest die ganz entspannt anfassen. Das war jetzt eigentlich nicht schlimm. Und ich habe mir schon mal ein paar Aufnahmen angeguckt, das war jetzt zwar noch mit der anderen Halterung. Das Einzige, was ich da jetzt sehen konnte, war, die Stabilisierung ist genial, sieht super aus. Nur man sieht so Mikrovibrationen manchmal so an den Rändern vor allen Dingen. Vielleicht ist das weniger. Ich habe jetzt auch ein paar von solchen kleinen Vibrationen in der Brille hier gesehen. Ist halt die Frage, ob die durch Gyroflow dann rausgemacht werden können oder nicht. Aber guck mal, was ich hier für enge Kurven fliegen kann, das war vorher gar nicht möglich. Also, oh, das war ein sehr tiefer Graben hier. Allzu tief darf ich nicht fliegen. Was halt auch witzig ist, ist halt, dass diese Größe an Motoren und Propellern auch einfach, die haben ja einen gewissen Umfang, also einen Durchmesser meine ich jetzt so. Das heißt, du kannst da ja einfach teilweise an irgendwas drankommen, wo du gar nicht drankommen willst. Wenn ich den Kopf da jetzt hier mit den Propellern an meinen Rucksack dran mache, passe ich damit geradeaus meistens nicht mehr durch normale Türen. Also da muss man echt aufpassen, weil der Kopf da ist einfach breiter als mein Rucksack. Ich bin ja auch schon breiter als der Türsteher, aber das Ding ist halt noch breiter. Ja, ich denke, die Aufnahmen werden jetzt nicht cool aussehen, denke ich mal. Weil, wie gesagt, es ist leider jetzt ja, dunkel und keine Sonne zu sehen. Aber die nächsten beiden Tage hätte es geregnet. Deswegen dachte ich mir, nehmen wir jetzt lieber das Wetter mit als Regen. Aber ganz ehrlich, das fliegt sich ganz normal. Also ich fliege damit jetzt so, als würde ich jetzt das Ding mit einer GoPro fliegen. Klar, dann mit anderen Akkus. Aber so vom generellen Flugverhalten ist jetzt nicht auffällig. Wie gesagt, ich mache jetzt auch nichts Spektakuläres, so, ne? Das ist ja klar. Aber es fliegt sich sauber, lässt sich gut steuern, vibriert und wackelt jetzt so erstmal gar nichts rum. Fliegt sich super. Ich kann jetzt hier auch relativ enge Kurven. Jetzt sind wir so auf 80% Gas. Also es fliegt sich wirklich schön. Gar nicht irgendwie jetzt so, als wäre da eine 1,5 Kilo schwere Kamera auf dem Kopf. So, und jetzt kommen wir auch zurückgeflogen. Das ist bei 1700 mAh Verbrauch gleich. 1800 haben wir insgesamt, also wollen wir jetzt hier nicht pushen, auch wenn die China Hobby Lines ein bisschen mehr haben. Aber ja, das Gute ist, wie gesagt, hier kann man auf der Straße landen. Deswegen machen wir das jetzt auch.
ganz langsam und vorsichtig. Ja, das war doch mal eine präzise Landung. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal nach Hause. Ich werde die Aufnahmen durch Joyflow schmeißen. Und dann machen wir das Fazit danach, weil ich habe die Aufnahmen jetzt noch gar nicht gesehen. Gut, jetzt ist es später. Ich habe mir die Aufnahmen angeschaut und ich habe ein paar Gedanken. Also erstens, die Aufnahmen sehen deutlich besser aus, als ich gedacht hätte. Ich muss schon sagen, das Potenzial mit der Kamera ist wirklich krass. Die Dynamic Range ist deutlich besser als bei jeder GoPro. Das sieht man. Also das ist schon wirklich beeindruckend, wie die Aufnahmen aussehen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ich fliege dann auch echt eine Kamera, die mehrere tausend Euro kostet und nicht gerade leicht ist, auf so einem Ding rum, was eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Ob das jetzt so sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Was ich aber nochmal probieren werde, ist in 4K 60 FPS aufnehmen. Weil ich denke, dann wird das auch noch etwas smoother aussehen so. Dann wird die Stabilisierung vermutlich noch etwas besser funktionieren. Es ist nämlich jetzt mit 30 FPS. Also ich meine, es sieht gut aus, aber ich denke, mit 60 wäre es noch ein bisschen cleaner alles so. Ich habe auch tatsächlich nachgeschaut. Ich hatte einen Puls von 111. Ich hätte tatsächlich mehr gedacht, aber immerhin. Und nochmal zu der neuen Halterung. Also die funktioniert wirklich genial. Also die Kamera hält super da drauf, ist deutlich weiter hinten, deutlich weiter unten. Gewichtsverteilung massiv besser und wie gesagt, keine Vibrationen oder so. Also das sieht eigentlich echt ziemlich perfekt aus von der Stabilisierung, was Gyroflow jetzt auch daraus gemacht hat. Also ich muss sagen, besser könnte ich eigentlich nicht zufrieden sein. Das sieht echt super aus. Ist das jetzt sinnvoll? Nein, definitiv nicht. Also ich habe das auch schon in den letzten Videos gesagt. Für die allermeisten normalen Aufnahmen schnallt euch einfach eine GoPro da oben drauf, da spart ihr euch tausende Euro und Kilogramm an Gewicht und habt im Endeffekt fast die gleichen Aufnahmen. Also hiermit kann man das wirklich cool aufnehmen. Ich mag das auch mit dem 20mm Objektiv deutlich mehr, weil es bietet einem halt eine Perspektive, die etwas anders ist als mit einer GoPro. Das sieht ein bisschen cooler aus meiner Meinung nach als jetzt diese Standard-Weitwinkel-Perspektive. Aber Sinn ergibt das nicht unbedingt. Klar, wenn man jetzt einen Auftrag hat und das unbedingt machen will, okay, aber sonst bleibt einfach bei einer GoPro. Ich meine, ich sehe das sehr häufig, dass so FPV-Anfänger nach drei Akkus fliegen, dann auf einmal ihre alte Canon EOS 700D auf ihre Eachine Wizard draufschnallen wollen. Lasst es einfach. Also damit werdet ihr keine besseren Aufnahmen machen als mit einer GoPro. Mit den meisten normalen Kameras werdet ihr keine besseren Aufnahmen machen als mit einer GoPro. Ihr braucht schon relativ weitwinklige Objektive. Ihr braucht eine Kamera, die erstmal solche Qualitäten aufnehmen kann wie eine GoPro. Dann müsst ihr das Ganze auch stabilisieren. Entweder mit den eingebauten Gyrodaten wie bei der Kamera oder halt mit den Gyrodaten vom Flugcontroller und dann den Winkel dazu rechnen und so. Es lohnt sich einfach nicht für den Otto-Normalverbraucher. So. Und FPV fliegst du damit auch nicht. Also das ist wirklich nur für so sehr cinematische Aufnahmen machen. Ich hatte tatsächlich eine Idee, ob ich das dann vielleicht in Meppen vielleicht nochmal mache und dann über die Rennstrecke fliege so. Ich glaube, das sähe nämlich cool aus, wenn man so richtig geile Bewegungsunschärfe quer über die Rennstrecke beim Fliegen hätte. Aber ist halt auch hohes Risiko. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.